Und weiter geht's. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, genommen Hobbits und Ignatum zu einem neuen Part. Das war jetzt welches Spiel? Pokémon Let's Go Evoli mit dem zweiten Fürst. Ja, genau, das war's. Haben wir hier schon mit den Leuten geredet? Wie auch immer, wir machen es nochmal, wenn es sein muss. Wenn dein Pokémon Attacken einsetzt, die den gleichen Typ wie es selbst haben, dann macht es viel mehr Schaden. Alles klar. Das hätten wir geklärt. Du gehst in den Vertania-Wald. Ach, tue ich das? Der Wald bildet ein natürliches Labyrinth. Pass also auf, dass du dich nicht verläufst. Ich werde mich bemühen, aber ich werde mich eh verlaufen. So ist es ja bei mir immer. Der Vertania-Wald. Da wären wir also. Das Region. Tipps für Trainer. Wenn du ein Pokémon fängst, erhalten deine Team-Pokémon Erfahrungspunkte, kurz EP. Für besonders große Pokémon gibt es besonders viele Erfahrungspunkte. Das gilt auch für besonders kleine Pokémon. Ich dachte, für besonders kleine Pokémon gibt es besonders wenig Erfahrungspunkte. Naja. Kokuna. Okay, ich wollte eigentlich nochmal zurücklaufen gerade und mir mal ein Sachen, wie ist das? Das Pflanzen-Pokémon, die Blume. Mir ist es entfallen. Wollte ich mir mal kaufen, wollte ich mir mal holen hier. Die kaufe ich mir. Wähle Beeren aus deinem Beutel aus und wirf sie Pokémon zu. Okay, das probieren wir gleich mal. Himbeere auswählen. Und zack. Ich will ja mal kein Honolulu fangen. Was soll ich denn damit? Naja, fliegen wir's. Haben wir eine Beere. Wer braucht's? Okay, da haben wir einen Kokuna. Winzig. Ein winziges Kokuna. Naja. Beutel. Werfen wir mal eine Frucht. Kniebeere. Einsetzen. Zack. Und ziehen. Zack. Einfach fabelhaft. Genau getroffen. Wow. Zack, da ist es drin. Das winzige Kokuna. Ja gut, schadet nicht, das mal zu fangen. Kokuna. Müssen wir dem jetzt einen Spitznamen geben. Kokuna. Wow, neue Levels. Level 7, Level 8. Kit erreicht Level 5. Wait. Das ist doch Level 7. Achso. Kit erreicht Windstoß. Level 6. 7. Blacky Level 8. Für Kokuna wurde ein Eintrag in den Pokédex angelegt. Muss mir erstmal keinen Spitznamen einfallen lassen. Ja, wird ja später vielleicht nochmal getauscht. Kämpfst du? Bist ein kämpfender Trainer? Ja, bist du. Hey, du! Hast du ein großes Pikachu dabei? Nein, aber ein kleines Evoli. Das ist eh viel besser. Nichts gegen kleine Leute. Göre Marina fordert dich heraus. Jura Marina setzt ratzfratz ein. Los, Kit. Okay, ich weiß nicht, was ich jetzt mit Kokuna anfangen soll, aber gut. Vielleicht tun wir es dann in die Box und ersetzen es durch ein anderes Pokémon. Tackle. Los, Kit. Tackle.
mach das Beste draus. Okay, gegen Radfratz dürfte ich jetzt, glaube ich, gewinnen. Das dürfte kein allzu großes Problem sein. Mit Windstoß, zack, kriegen wir was gebacken. So, zack, zack, zack. Schon ist es vorbei. Er ist schon Level 7. Das kann doch nicht wahr sein. 80 Pokédollar und 3 Pokébälle. Kopfkratz. So, da haben wir Raupis. Ich fange mir das mal ein Raupi. Das hätte ich viel lieber im Team. Ein weibliches Raupi. Ja. Da habe ich anderes vor. Nichts gegen weibliche Raupis. Oh, ich brauche gerade ein männliches Raupi. Männlich, ja genau das. Dann einmal anlocken, Himbeere, zack. Da habe ich nämlich einen Plan für das. Und ja, zack. Daneben, was? Der erste Pokéball, der daneben geht. Großartig. So, beim zweiten Mal. 1, 2, 3, 4. Raupi gefangen. Nice. Klasse, Raupi wurde gefangen. Pokédex-Eintrag. So. Das Raupi ist Level 3. Oha. Es muss trainiert werden. Okay. Spitzname. Können wir es nach dem Fangen machen. So. Die Musik im Hintergrund erinnert mich ein klein wenig an Lavandia. Auch nur ein klein wenig. Oh, das Team natürlich. Das Tier. Das Kokuna, ja, das lassen wir so. Mal schauen, ob noch was aus ihm wird. Ob wir das gleich wieder wegtun. Mal schauen. Kann ja später noch einen Namen kriegen. Name ändern. Du heißt ab heute People. Auch ein treuer Moderator aus meiner Community. Der Bericht. Frech. Ja, das passt ja. Das passt ja hervorragend. Bewegen. Die Steuerung habe ich noch nicht ganz drin. Da kommt Pepe jetzt mal als erstes hin. Geht als zweites. Und Blackie als drittes. Und Kokuna können wir. Ja, Kid ist übrigens auch ein sehr gutes Moderatorenmitglied. Soll ich nochmal betonen hier im Video? Kid ist ein Moderator, kein normales Mitglied. Ja, mal. Wurde ich beauftragt, das einmal peinlichst genau zu betonen. Das ist jetzt ganz peinlich für ihn, deshalb mache ich es auch. Ja. Pokémon Box. Das klingt spannend. Was können wir denn da machen? Sieht ja spannend aus. Aber nee, das lassen wir jetzt erstmal. Ja, mein Joy-Con spielt wieder verrückt. So. Da gab es doch irgendwo. Ich glaube, jetzt hier im Beutel. Ja, sorry, dass wir jetzt hier ein bisschen rumwühlen müssen. Stärkungstasche, Bonbonblas, Klamottenkoffer. Genau das wollte ich. Outfit für Blackie wählen. Ja. Kopfbedeckung. Sportliche Kappe. Süß. So, das muss auch mal passieren. Und Kleidung. Und Brüllen gibt es dann später noch. Ui. Na, das würde cool. Kleidung, sportliches Shirt. Ah, cool. Hat es schon an. Zwergenfee. Kopfbedeckung, Oberteil, Hosen, Schuhe, Taschen. Naja. Ein verkleidetes Evoli. Das sieht ja putzig aus. So. Was haben wir hier noch für Pokémon im hohen Gras? Ein Pokéball. 5 Pokébälle gefunden. 5 Pokébälle in einem. Ja. Staralili. Was? Ein wildes Pokémon. Wo kommt denn das her? Das habe ich gar nicht gesehen.
Nein, danke, ein Raubtier haben wir schon. Soll ja wohl was bringen, mehrere Pokémon zu fangen. Aber ja. Oh, ha! Was sehe ich da? Ein Bisasam! Na, das fange ich mir. Beute. Himbeere. Ja, komm. Das muss ich haben. Zack, zack, zack. So, gibt's einfach so ein Bisasam hier im hohen Gras. Na komm, das muss ich mir schnappen. Zack, daneben, oben an. Zack, los. Einfach fabelhaft. Naja, fabelhaft sieht anders aus. Das ist mein zweiter Versuch. Und komm, 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 komm. Naja, verdammt. Es ist entkommen. Und zack. Weit daneben. was mache ich denn mit den Pokébällen? Na komm, rein da. Eins, zwei, drei. Na komm. Ja, verdammt. Dieser Samen. Na komm, nimm noch eine Beere. Hier. Fries. Ich brauche dich in meinem Team. Zack. Ach, verdammt. Die Pokébälle prallen nur so bei ihm ab. Ja. Das ist halt ein Bisasam. Starter Pokémon. Meine Fresse. Ich gebe niemals auf. Na komm. Ein Pokéball. Verschwendungsding hier. Mann. Zack. Gut. Okay. Eins, zwei, drei. Verdammt. Ich will das Bisasam jetzt haben. Hier. Beere, komm, ich fütter dich mit Beeren, bis du nicht mehr stehen kannst. Na komm, komm zu Daddy. Eins, zwei, drei, na komm. Ach, verdammt. Na komm, Bisasam. Bisasam. Beere. Wo ist Beere hier? Zack. Noch eine Beere hinterher. So, zack. Kann nicht gut genug sein. Zack. Beere verschwenden. Ich habe genug Pokébälle. Komm, zack, rein da. Eins, zwei, drei, vier. Nice. Und da ist es drin. Das hat aber ewig gedauert. Hm. 15 Erfahrungspunkte. Dann war Bisasam. Für Bisasam wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Joa. Bisasam wurde in ein Team aufgenommen. Mir fallen keine Namen mehr ein. Ein Pikachu! Hol ich mir auch noch gleich. Hier werden wilde Pokémon gefangen. Pikachu! Na. Wenn das nicht klar ist, Namen müssen wir dann auch finden. Erstmal wird hier gefangen. Das ist ja spannend hier heute. Bisasam und Pikachu. Los hier. Friss Beere. Zack. Friss noch eine Beere. Es ist ein männliches Pikachu zu erkennen an dem Schweif. Die weiblichen Pikachus, die haben ein Herz für den Schweif. Zack. Hey, komm. Zack, so hier, rein da. Und eins, und zwei, und drei, und vier. Das ging ja viel schneller als bei Bisasam. Klasse, Pikachu wurde gefangen. Pikachu. Den Namen für Pikachu. Namensfindung. Für Bisasam habe ich schon einen Namen. Den können wir ihm gleich geben. Noch was Wichtiges hier. Oh, ein Trainer direkt mal. Oh Mann. Das wird ja hier richtig spannend in diesem heutigen Part. Action, Schmeckchen. Jawohl, du hast auch Pokémon, oder? Dann lass uns kämpfen.
Naja, so viel Action ist hier gar nicht drin. Ein paar Pokémon im hohen Gras, ein paar Tränker, ein paar Kämpfer, Trainer. Oh, und es verkennt Evoli. Raupi versus Raupi. Ja, ein epischer Kampf. Tickel. Raupi versus Raupi. Wer wird wohl gewinnen? Meins ist Level 3. Das gegnerische Raupi ist Level 3. Gleich auf. Und meine Stimme ist am Abkratzen. Genauso muss das sein. So, Fahlenschuss, das gönne ich mir mal. Zack. Das bringt ein wenig in der Initiative. Ungefähr so. Es tut es mir nach. Na, dann würde ich mal sagen, Deckel. Deckel ist zu Boden. Das Raupi. Na komm. Du schaffst das, Raupi. Natürlich die Batterieleistung. Die Switch. Der Akku geht alle. Was sonst? Für die Parts wird es hoffentlich noch reichen. Und statt mal meine Kamera nehmen, meine Kamera ist aufgeladen. Aber meine Switch, die Konsole mal vor dem Spielen aufzuladen. Naja, was soll's. Hat man nicht nötig. So, Raupi besiegt Raupi. Also Pepe besiegt Raupi. Kind erreicht Level 8. Nein, schon sein. Du bist ein Raupi. Frage noch kommt auf dem Discord. Oh, noch ein Pikachu. Wir haben aber hier viele Pikachus im Wald. Noch ein Pikachu. Zwei Pikachus. Auf einmal. Ja, gut. Kein Bedarf. Ein Honinu. Nein, da will ich nicht hin. Ah, das ist Knofenser. Das wollte ich mir fangen. Ich wollte mir einen Knofenser fangen. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall jede Menge Pflanzen, Pokémon. Das müssen wir mal aussortieren. Und vielleicht kriegt Pepe auch noch ein anderes Pokémon. Das Knofenser vielleicht. Ja, das könnte vielleicht auch noch Pepe heißen. Das muss ja jetzt noch nicht festgelegt sein. Knofenser, ja. Soll ja ganz stark sein oder stark werden. Und dann ziehen wir direkt mal, verbrauchen wir nicht noch eine Beere. Zack, rein damit. Und eins und zwei und drei und zack, da ist das drin. Das Knofenser. So muss es sein. So, das Team ist schon voll. Ja, wir werden auf jeden Fall aussortieren. Pepe erreicht Level 4. Business am Level 4. Für Knofenser wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Ich müsste die eigentlich mal vorlesen. Naja, egal, machen wir irgendwann mal eine Leserunde. Wo wir die ganzen Pokédex-Einträge vorlesen. Einträge. So, nächste Trainerin hier. Weiter geht's durch den Vertania-Wald. Entschuldigung. Weißt du, ob in diesem Wald Bisasamen leben? Ja, tun sie. Ich habe schon eins gefangen. Kann ich bestätigen. Hier sind Bisasamen, auch wenn sie vielleicht ein wenig seltsam sind, aber es gibt sie in diesem Wald. Und das Bisasamen wird auf jeden Fall im Team bleiben. Das kann ich schon mal garantieren. Mal schauen, ob wir noch ein anderes Pflanzen-Pokémon von dem im Team behalten. Die Auswahl ist schwierig. Ich würde mal sagen, Tackle. Los, Raupi. Jetzt wirst du trainiert. Im Kampf gegen ein Nidoran. Nidoran weiblich. Ach ja, die hatten ja verschiedenes Geschlecht. Männlich, weiblich und das dritte Geschlecht. Ja. Ein genderfluides Nidoran erscheint. Vorsichtig mit solchen Witzen. Da fühlen sich Leute angesprochen.
Man darf über alles Witze machen. Alles und jeden. Das wäre rassistisch, wenn man das nicht tun würde. Donnerschock, Pikachu. Wäre doch wirklich, also ganz im Ernst mal, wäre doch rassistisch, wenn man sagen würde, ich mache über alle Witze bis auf über dich. Über dich mache ich keine Witze. Naja, komm, Leute. Wie der liebe YouTuber Izzy sagen würde, nehmt das Leben nicht zu ernst. Take it easy. Ich muss mich jetzt für meine Witze rechtfertigen. Ja, irgendwie. Komm, das ist Pokémon. Haben Spaß. Das ist mir was ausgerutscht. Entferne einen der Joy-Controller von der Konsole und schüttle ihn. Dann kannst du mit deinem Partner Pokémon spielen. Oh, cool. Blackie schaut abwesend zum Himmel hinauf. Dann wollen wir mal mit Blackie spielen. Ach, süß. Süßes kleines Blackiechen. Na. Am Lurchen streichen. So. Dann wird sich um dich auch mal wieder gekümmert. So eine Beere mal. Für das Evoli. Na komm, na komm. Zack, na komm. Fries. Sehr gut. Cool. Mal wieder was dazu gelernt. So hier Raubis. Mohngras. Da bin ich wohl über eins gestolpert. Nein, es ist ein Safecon. Nein, danke. Ich möchte es aufgeben, das zu fangen. Ja. Käfer sammeln im Pokémon-Wald. Veritania-Wald. Mal schauen, ob wir hier wieder rauskommen. Du findest einen Trank. Na. Wenn ich das nicht mal gebrauchen könnte. So, irgendwann werde ich das bestimmt gebrauchen. Tränke sind immer gut. Irgendwann brauche ich sie. Ein paar Honinus. Ist nicht ganz so interessant. Oh, ein weiterer Trainer. Eine Trainerin. Im hohen Gras. Oder in der Nähe des hohen Grases. Soll ich dir einen Tipp für das Werfen von Pokébällen geben? Ja, bitte. Ich bin da nicht so gut drin. Ich bin da nicht der Beste. Dürre Ava, setzt Taubsi ein. Ja, ich weiß. Du bist alles, Bitch. Bitte halt aus. Kids ist dran. Dann würde ich mal sagen, Windstoß. Mach dein Bestes. Ich sollte vielleicht mal speichern. Das wäre nicht schlecht. Mach ich direkt nach dem Kampf. Wenn meine Switch ausfällt. Okay, bei der Switch ist das nicht so schlimm. Ich glaube, die fällt nicht ganz aus. Aber ja, wäre vielleicht mal generell besser, mal zu speichern, bevor die Switch ausgeht. Bevor der Akku alles. Dürama wurde besiegt. Du hast ja einen Volltreffer gelandet. Du gewinnst 80 Pokémon-Dollar und gehst aus dem Kampf hervor. Gehst. Ja, sprechen kann ich nicht mehr. Gehst siegreich. Hervor. Kapuckebälle. So muss es sein. So, speichern wollte ich. Ah, da bin ich auch schon bald wieder raus. Aus dem Veritania-Wald. Haben wir ein paar Pokémon gefangen. Ja. Müssen wir mal aussortieren und mal trainieren. Die wir im Team haben wollen. So. Gespeichert ist und da geht's raus aus dem Wald. So, der nächste Trainer. Kurz vorm Ende. Hey, warte, wo bist du denn so ähnlich hin? Hinaus, hinaus aus diesem Wald. Aus diesem Irrwald. Käfersammler Max fordert dich heraus. Ja, ich bin heute auch zu einem Käfersammler geworden. Ein wahrer Käfersammler.
Zwergi, die wahre Käfersammlerin. Hier als Zwergenkrähe. So. Dann Windstoß natürlich. Na komm, du schaffst das, Kiez. Bist mittlerweile schon ziemlich stark geworden. Naja, ziemlich. Im Vergleich. Also ja, nicht im Vergleich zum Team, aber im Vergleich zu den Gegner-Pokémon. Also fühlt halt Rank ziemlich stark. Kannst noch stärker werden. Ich gebe auf, du bist voll stark. Du gewinnst 36 Pokémon-Dollar. Du erhältst 3 Pokébälle und gehst siegreich aus dem Kampf hervor. Lol. Ich kann nicht mehr sprechen. Verlernt. So. Durch. So, hier wird mit jedem geredet. Es gibt auch einige Pokémon, die ausschließlich in Höhlen und Wäldern leben. Wenn du viele verschiedene Pokémon fangen willst, musst du dich überall gründlich umsehen. Aha. Je höher die WP eines Pokémon, desto höher seine Kampfkraft. Der Wert setzt sich angeblich irgendwie aus den einzelnen Statuswerten zusammen. Hier drüben ist auch noch jemand. Ein alter Herr. Hier und dort hast du bestimmt schon mal Sträucher am Wegesrand gebemerkt. Was? Wie ich höre, kann man sie mit den geheimen Techniken Spaltschnitt zerschneiden und so den Weg freiräumen. Aha. Alles klar. Mamoria City. Da wären wir. Und da ist Mordev. Ah, du kommst wie gerufen. Wusstest du, dass es in dieser Stadt eine Pokémon-Arena gibt, Zwergenfee? Da kann man gegen einen superstarken Trainer antreten, den sogenannten Arena-Leiter. Gegen einen Arena-Leiter zu kämpfen ist zwar kein Zuckerschlecken, aber wenn wir stärker werden wollen, führt kein Weg daran vorbei. Schau mal, Blackie. Ist auch ganz heiß auf einen Arena-Kampf. Stimmt doch, Blackie, oder Blackie? Ich sehe auf jeden Fall. Ich stehe auf jeden Fall voll hinter euch. Hier. 5 Tränke von Mordev erhalten. Mordev, Blackie und Zwergfee. Ein ultimatives Team. Verstaust sie in der Medizintasche. Ich war in Spendierlaune, weil ich mir ein bisschen Preisgeld angespart hatte. Hoffentlich helfen sie dir dabei, den Arena-Leiter zu besiegen. Das ist nämlich ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg zur Pokémon-Liga. Also viel Glück euch beiden. Ihr schafft das. Wir das schaffen. Nö, das machen wir jetzt mal nicht. Jetzt mal nicht raus. So mal das Pokémon-Team heilen und dann guck ich mal, wie ich an meinen Pokémon rankomme, wie ich da mal eine Auswahl schaffe. Wer denn mit mir im Team für die Arena antritt. Knofenser ist gar nicht mit dabei. Die ist wohl schon in der Box gelandet. So, Box. Ist die hier vielleicht Pokémon Box? Genau. Knofenser. Die kann ich jetzt in mein Team mit reinnehmen oder dem Team hinzufügen? Ah, darf ich jemanden aus dem Team rausnehmen? Kokuna zum Beispiel. Ja, okay. Da haben wir jetzt Pepe, Kid, Blackie, Knofenser, Bisasam und Pikachu. Ja, so, Pepe wird mal aus dem Team entfernt. Ja, bisher nicht schlecht. Bisasam wird dann vielleicht später noch entfernt. So, dich nenne ich jetzt mal Pepe, du bist der neue Pepe. Oh, Pepe. Kid, Blackie, Pepe. Ja, die kriegen ja noch Namen. Aber bisher so, ja, passt. Schauen wir mal, wer da noch so ins Team kommt. Wer da noch so, ja, ändern werden.
so einmal fit zu machen. Das neue Team Knofenser war, glaube ich, noch ein bisschen geschwächt. Seien sie wurden in der Box geheilt. So, so ist das aktuelle Team schon fast voll. Ich glaube, Misasan wird dann ein Ausscheidekandidat, aber erstmal wollen wir hier nicht über Ausscheidekandidaten reden. Erstmal hier Mamoria City erkunden. Im nächsten Part. Ja, war ja klar, dass die Konsole direkt am Ende eines Parts ausgeht. Das war ja spitzenmäßig. Däumchen nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Habt noch einen angenehmen, fürstlichen Tag. Gehabt euch wohl, haut da ran. Man sieht sich. Ciao, ciao.